Markus, ich schachte gerne meine Vorlagen aus dem Explorer raus. Ich mache dann immer einen rechten Mausklick, gehe auf Öffnen und dann öffnet sich die Vorlage. Mit Windows 11 klappt das irgendwie nicht mehr. Was mache ich falsch? Maria, unter Windows 11 gibt es zweimal Öffnen und du musst da ein bisschen anders arbeiten. Der Hintergrund ist ja, dass du eine Vorlage nicht einfach mit einem Doppelklick aufmachen kannst, wenn du die Vorlage öffnest, sondern du musst sie zum Bearbeiten öffnen. Und wir sind bis Windows 10 gewöhnt, dass wir mit der rechten Maustaste draufklicken und dann auf Öffnen geben. Aber dieses Öffnen hier bei Windows 11 ist ein anderes Öffnen. Das würde nämlich tatsächlich ein neues Dokument im Falle von Word auf Basis der Vorlage machen. Was man jetzt tun muss, ist unten auf den Befehl Weitere Optionen anzeigen klicken und dann erscheint wieder das alte vertraute Kontextmenü und da gibt es oben den Befehl öffnen. Und wenn du jetzt auf Öffnen gehst, dann wird tatsächlich die Vorlage geöffnet. Also du siehst auch oben in der Titelleiste, dass die Datei selbst auf ist und keine neue Datei auf Basis der Vorlage erzeugt wurde. Mit PowerPoint und Excel verhält sich es natürlich genauso. Auch hier rechte Maustaste und dann immer erst auf weitere Optionen und dann auf Öffnen gehen.